50 Jahre Peri Rodan, 50 Jahre Peri Rodan Leser. Und jetzt will ich natürlich wissen, seitdem, Hand aufs Herz, jedes Heft gelesen? Ja. Welches war das Beste? Irgendwo, wo 240, 250 sowas. Ja, das hatte ich auch im Gefühl. Das... Hallo. Hallo. Wie alt warst du denn, als du das allererste Peri Rodan Heft gekauft hast? 13. 13? Ja. Respekt. Ja. Wie hieß es denn? Der war gemein, Entschuldigung. Nein, bei 2600 fällt es mir schwer, den Überblick zu behalten. Das sehe ich ein. Aber ist natürlich klar, wenn Sie so fragen. Darf ich einmal mich hier bei dem Herrn Dr. Müller einschleimen? Wie heißt denn der aktuelle Zyklus? Der aktuelle Zyklus, irgendwas mit Universal. So ähnlich. Neuroversal. Ja, so ähnlich. Fast gut, richtig. Neurotisch. Ja, genau, neurotisch, wie wir alle. Hermann, du auch hier? Jawohl. Gab es das auch, das allererste Heft in Österreich? Ja, ja, natürlich, ja. In? Allerdings die Verspätung natürlich, weil damals gab es ja noch die Phasenvertrieb. Das heißt, die Hefte wurden zuerst einmal im Kerngebiet Deutschlands ausgeliefert, dann kamen sie nach Bayern, Schweiz und dann irgendwann nach Österreich. Also das bedeutet... das Beste kommt zum Schluss, heißt es ja so schön, nicht wahr? Genau. Das bedeutet, du bist nicht wirklich jetzt ein 50-jähriger Jubilar, aber wir lassen es durchgehen. Das hoffe ich, ja. Alles klar. Jetzt will ich mich noch einmal hier hinstellen. Und seitdem jedes Heft gelesen? Jedes Heft gelesen, ja. Irgendwelche Favoriten? Der Meister der Inselzyklus. Da ist jemand nicht alleine, wie ich merke. Ich bedanke mich ganz herzlich bei denen, die seit 50 Jahren die Treue halten und die, naja, genauso wie ihr, verantwortlich dafür sind, dass wir das hier heute feiern können. 50 Jahre, inzwischen immer noch 80.000 verkaufte Hefte in der Woche. Vielen Dank euch, viel Spaß auf dem Con. Und da heißt es, wir Science-Fiction-Fans wären nicht gut drauf.